Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Throne and Liberty. Heute geht es mal darum, was der Lou hier eigentlich für ein Bild spielt. Weil ich werde echt oft gefragt, ey Lou, was würdest du für ein Bild empfehlen? Was spielst du da eigentlich? Was für eine Klasse spielst du? Was für Waffen? Und ich hatte mir gedacht, das wäre ganz cool zu sehen, was ich hier spiele. Ist vielleicht auch interessant für euch, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr spielen wollt oder gerade überlegen seid, ey, vielleicht will ich mal umskillen oder sonstiges. Ich spiele hier einen Vampir-Bild, so könnte man ihn, glaube ich, nennen. Ich glaube, so werde ich ihn auch im Titel nennen, weil die eigentlich unkillable mit diesem Bild seid. Das werdet ihr gleich auch sehen. Durch die Flüche, die ich durch den Folian zünde, heile ich mich immer wieder gegen und mit dem Stab kann ich richtig, richtig viel Schaden raushauen. Wie ich da alles gebaut habe, das zeige ich euch gleich noch. Ich würde sagen, wir gucken uns das am besten erstmal an gegen den Boss. Übrigens, der Bild ist so stark, dass ihr sogar gegen die Koop-Bosse rein theoretisch, zumindest mal gegen den einen oder anderen, alleine bestehen könnt. Ich habe schon ganz oft alleine gegen den Tyrann 30-40% alleine weggemacht, als die ganze Gruppe schon tot war. Das geht gegen den Tyrann echt gut. Aber auch bei anderen Bossen überlebt ihr sehr, sehr, sehr viel besser als alle anderen. Der Healer muss sich nicht um euch kümmern, weil er euch selber healt. Also das ist wirklich ein sehr, sehr guter Solo-Bild. Auch im Hinblick darauf, dass ja irgendwann mal die Solo-Dungeons kommen werden, habt ihr hier ein Bild, der sich komplett alleine heilen kann. Ihr seid nicht auf die Tränke geforst und ja, ist für mich zumindest mal ein sehr, sehr guter Allrounder. Bestimmt nicht das stärkste Bild, aber auf jeden Fall einer, der am besten überleben kann. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt am besten mal hier rein in einen Boss. Ich würde einfach mal das Auge nehmen, weil das Auge hat auch eine relativ interessante Wipe-Mechanik. Da kann ich dir auch direkt mal mit erklären, für jeden, der das vielleicht nicht weiß. Also, was wichtig ist, ist, dass ihr, ja, wie erkläre ich euch das? Von den rechten vier Attacken benutzt ihr immer die linke und die obere. Die linke macht, dass ihr schneller wieder eure Abklingzeit, also, dass die Abklingzeiten reduziert sind, müsst ihr, bevor ihr eine Attacke zündet, drücken. Und der obere macht, dass der Gegner mehr Schaden erleidet durch Zauber. Die rechte Attacke, die hier, macht, dass ihr eure MP, also eure blaue Energie, wieder aufladet. Das macht ihr dann immer irgendwann, wenn ihr bei der Hälfte seid oder noch weiter drunter. Und die unterste Attacke, damit könnt ihr euch einfach selber heilen. Aber theoretisch könntet ihr damit auch mal einen Kollegen heilen, weil ihr selber eigentlich immer full life seid, gerade gegen Bosse. Und womit ihr den Angriff, den Kampf startet, ist immer mit der Attacke, womit die Abklingzeit reduziert wird und womit der Gegner mehr Zauberschaden bekommt. Und dann ist ganz wichtig, als allererstes einen Fluch drauf zu zünden und den solltet ihr auch immer wieder neu zünden. Das ist bei R1 der untere. Ist natürlich ein bisschen schwer zu zeigen. Ich werde euch das am besten immer einfach groß reinzoomen, damit ihr das seht. Und danach den linken, also den linken auf R1, den könnt ihr aber auch später, der ist jetzt noch nicht so wichtig. Aber wichtig ist, dass ihr auf jeden Fall als allererstes bei R2 links und oben zündet, dann R1 unten und dann alles andere in der Abklingzeit, bis R1 unten wieder ready ist und das sofort wieder drauf. Den wollt ihr immer aktiv halten. Und was auch noch wichtig ist, immer erst R2 den großen Feuerball und dann die kleinen Feuerbälle. Ich werde es einfach einmal machen, die Abfolge, und dann hoffe ich, dass das relativ gut, dass ihr das relativ gut sehen könnt, worauf es hier ankommt. Also erstmal hier die kleinen Buffs, dann R1 und dann geht's rein in die Abklingzeit. Da könnt ihr irgendwas zünden. Hauptsache überbrückt die Abklingzeit von R1 unten. Hier blocken wir mal eben. Und ihr seht, ne, immer wenn R1 wieder ready ist, dann zünde ich den auch direkt wieder. Dasselbe gilt für R2 oben. Und jetzt können wir die erstmal R1 rechts machen. Das ist so eine kleine Explosion. Das könnt ihr erst machen, wenn ihr drei Stacks drauf habt. Ich werde das alles später dann nochmal ein bisschen erklären, wenn wir nicht gerade mitten im Fight sind. Aber ich meine, ihr seht ja schon, wie sich mein Leben immer wieder hochhält. Da könnt ihr auch mal drauf achten. Ich bin im Prinzip die ganze Zeit full life. Ja, und ich bin gar nicht zu der Mechanik gekommen von dem Boss, weil ich zu viel Schaden mache. Normalerweise macht er so ein Kegel vor ein, da kommt man nicht weg und ihr müsst durch ihn durch quasi evaden. Ja, der Spilt macht einfach zu viel Schaden, hat man leider gerade gar nicht gesehen. Ich gehe mal einfach zum nächsten Boss und versuche nochmal zu erklären, was ich genau mache, weil es ist ja schon sehr wichtig bei Throne Liberty, die richtigen Abfolgen zu haben. Was ich eben meinte, das ist ehrlich gesagt ein blöder Boss, um hier meine Mechanik zu zeigen. Ich kämpfe nochmal gegen das Auge, weil da kann ich am besten erklären. Also wie gesagt, ihr startet mit euren beiden Buffs, das ist einmal Abklingzeit und einmal, dass der Gegner mehr Schaden bekommt und dann sofort den Fluch. So, das machen wir direkt mal. Zack, zack, Fluch und dann irgendeine Abklingzeit. Welche, womit ihr startet, ist vollkommen egal. Dann direkt wieder neu starten. Und jetzt mache ich das dritte Mal den Fluch. Der kann insgesamt drei Bälle haben. Das seht ihr oben über dem Kopf. Das ist da so drumherum. Und wenn er drei Bälle oben hat, da macht ihr die linke R1-Attacke.
Und dann die rechte R1-Attacke. Da kommt dann der meiste Schaden insgesamt raus bei dem Fluch. Und ansonsten einfach immer die ganzen anderen Attacken hintereinander wegspammen. Aber wichtig ist halt, dass die R1 unten immer, immer wieder erneuert. Oh, da ist übrigens die Attacke, die ich meinte. Oh, die habe ich einfach überlebt. Das ist ja witzig. Also es ist unfassbar schwierig zu erklären und gleichzeitig Abklingzeiten und kämpfen, um was der Gegner macht, im Überblick zu haben. Deswegen werde ich es gerade nochmal... Ich werde es euch nochmal zeigen, was wirklich wichtig ist, welche Abfolgen ihr habt und ihr das versteht. Also, als erstes startet ihr wie immer hier mit den Debuffs. Ne? Der erste mit der Abklingzeit und dann, dass der Gegner mehr Schaden bekommt. Dann der Fluch, dann irgendeine Abklingzeit, ist egal welche, und wieder der Fluch. Dann starte ich einfach alles, werfe ich einfach alles rein, was ich so habe. Und jetzt seht ihr, hat der oben drei Bälle. Und jetzt mache ich die Explosion. Zack. Das macht dann den meisten Schaden. Die Explosion ist bei R1 rechts, weil ich das nicht gesagt habe. Was ich halt cool finde bei dem Bild, ist, dass ihr halt die ganze Zeit Full Life seid. Egal wie viel Schaden da reinkommt. Ihr heilt euch einfach die ganze Zeit gegen. Das finde ich so enorm hier. Schön nah ran, falls er gleich die Dingsbums macht. Aber ne, schon vorher weg. Also, okay. Ich hoffe, da ist jetzt einiges bei rumgekommen. Wir gehen mal rein in die Fähigkeiten, was ihr hier braucht. Und am besten hier unten. Also, was ich die ganze Zeit gesagt habe, ist hier hoher Fokus. Das macht, dass eure Abklingzeit reduziert wird. Deswegen zündet das immer als erstes, bevor ihr den Rest zündet, wenn ihr in einen Fight reingeht. Dann diese hier, die könnt ihr immer, immer, immer wieder machen. Die macht, dass der Gegner mehr Schaden erleidet durch euch. Wie gesagt, das hier mache ich immer nur, wenn ihr wenig MP habt. Und hier einmal die Heilung auf euch selber oder auf einen Verbündeten. Dann haben wir hier einmal den Feuerball und einmal das Feuersperrfeuer. Das ist einfach hier alles nur, was ihr entweder im normalen Gameplay macht oder wenn ihr gerade den Fluch auf Abklingzeit habt. Da könnt ihr einfach alles immer reinhauen. Auf R2 habe ich einfach die ganzen Damage, die da drauf, sobald deine Abklingzeit vorbei ist, wieder rein damit. Dasselbe gilt auch hier für den Urteilsblitz. Den baller ich auch immer rein, sobald der ready ist. Wichtig ist halt wirklich, dass ihr Hauch der Verzweiflung immer zündet, sobald der wieder ready ist, um den immer aktiv zu haben. Und wenn ihr den dreimal drauf gezündet habt, dann macht ihr Berührung des Verfalls und dann die Explosion. Da macht ihr den meisten Schaden mit den drei Flüchen. Hier, das ist so eine Dreierkombination. Das heißt, dreimal Hauch, dann einmal Berührung und dann die Explosion und dann wieder Hauch. Und so immer im Wechsel und in der Zwischenzeit alle anderen Abklingzeiten. Ich hoffe, das kam gut rüber. Hier werde ich mal kurz mich auf die andere Seite machen, damit ihr die Passive sehen könnt. Bei den passiven Fähigkeiten, da kann ich nicht so viel zu sagen. Nehmt da einfach das, was ich habe. Ihr seht, ich habe alle Attacken aktuell auf der lila Stufe. Das ist schon sehr gut, aber ihr wollt natürlich Max-Level haben, ist natürlich logisch. Aber lila, das könnt ihr mit ein paar Tipps und Tricks eigentlich relativ gut schaffen, auch wenn ihr die Dungeons und alles Mögliche schon durch habt. Vielleicht mache ich dazu nochmal ein Video, aber schaut euch auf jeden Fall mal Burg Felswacht an, da sind lila Shops, dort könnt ihr die Bücher hierfür erstellen. Und ja, als Defense habe ich hier das Buch. Dann ist natürlich noch wichtig, was ich hier für Fähigkeitsspezialisierung habe. Hier könnt ihr natürlich auch ein bisschen hin und her justieren. Mein Bild ist auf sowohl Bossing als auch Farming ausgelegt. Das heißt, ich kann sowohl richtig gut AOE-Damage machen. Deswegen habe ich zum Beispiel bei dem Stab einmal bei Kettendonner drin, dass der Schadenstransfer immer funktioniert und dasselbe auch bei Urteilsblitz, weil damit kann ich in den AOE reingehen. Also damit mache ich AOE-Damage und treffe alles, was gerade nah beieinander ist. Aber das könnt ihr natürlich auch wegmachen und dann lieber ein bisschen mehr auf Schaden gehen. Aber für mich war hier eher wichtig, dass ich auch AOE einen guten Arounder-Mix habe. Bei den Klamotten und so, da kann ich gar nicht viel zu sagen, weil wir können uns den Loot ja nicht aussuchen. Aber Kristallstab des Talos, das ist ein Drop von Talos, vom Weltboss oder Gildenboss. Das ist so einer der besten, den ihr haben könnt. Und auch hier Begehrter Foliant finde ich ganz gut. Den bekommt ihr aus einem Koop-Dungeon. Also beides eigentlich super Waffen, die ihr drauf spielen könnt. Und dann wäre hier natürlich eigentlich das Magier-Set am besten. Aber Leute, was soll ich euch sagen? Das Magier-Set wird niemand von euch und auch ich selber niemals bekommen. Also da müsstet ihr so unfassbar viele Bosse machen, so unfassbar viele Gildenbosse. Da muss man schon unfassbar lucky sein, um das zu haben. Deswegen spielt hier einfach das, worauf ihr Bock habt. Bei den Eigenschaften ist eigentlich immer wichtig, dass ihr hier
Debuff drauf habt, Debuff Zeit, Fähigkeit Schadenresistenz und Mana Regeneration. Da könnt ihr ein bisschen drauf achten, dass das in den Eigenschaften drauf ist. Gerade Mana Regeneration wollt ihr immer haben. Also überall, wo es geht, packt ihr Mana Regeneration drauf. Das ist somit das Wichtigste, damit ihr eben nicht diese Attacke hier zünden müsst. Und immer ganz, ganz viel Mana bekommt. Das ist bei mir echt noch ausbaufähig. Als Wächter benutze ich immer hier den ganz gerne. Der macht halt nochmal mehr Schaden bei Bossen. Den kann man ja alle 10 Minuten einmal zünden. Vergesst das auch nicht, dass ihr das immer bei Bossen macht. Und meine Wertepunkte, das ist vielleicht auch nochmal interessant, habe ich so verteilt, dass ich 30 Weisheit, 30 Geschicklichkeit und 30 Stärke habe. Also von meinen Werten her an sich habe ich hier 30 und hier 30 gemacht. Alle anderen Punkte kommen durch meine Items. Aber wichtig ist, dass ihr hier einmal den Erfolgseffekt von Stärke habt mit 57 Gesundheit und hier den Erfolgseffekt mit maximaler Mana habt. Den Geschicklichkeitseffekt kann sein, dass ihr den nicht habt. Das kommt ein bisschen drauf an, wie eure Ausrüstung aussieht. Ihr seht auch gerade bei mir Basis 19, Ausrüstung 14. Hier habe ich Ausrüstung 7 und hier habe ich Ausrüstung 3. Also nur durch Ausrüstung komme ich hier bei der Geschicklichkeit überhaupt über 30. Aber wichtig ist, dass ihr Weisheit und Stärke auf über 30 habt. Den Build könnt ihr übrigens auch richtig, richtig früh schon im Spiel spielen. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade mit dem Spiel gestartet habt und seid gerade bei Level 5, Level 10, Level 15, dann könnt ihr den Build auch schon starten und so bauen, wie ich das habe. Und immer nach und nach ein bisschen besser werden. Weil die Flüche gibt es schon ganz früh. Und diese ganze Synergie habt ihr schon sehr früh beieinander. Ihr braucht auch keine Ult-Attacke hier. Ihr habt gesehen, ich spiele weder den Meteor noch den Blitz. Also auch die Ult ist hier nicht wichtig. Und ich finde den Build eigentlich sehr, sehr cool. Schreibt mir gerne eure Meinung unter den Kommentar zu dem Build. Und schreibt auch mal in die Kommentare, was ihr aktuell für ein Build spielt. Oder auf welchen ich vielleicht mal wechseln sollte oder was ich mir anschauen sollte. Ich habe unfassbar Bock auf Dolche und oder Armbrust. Das ist so ein Ding, da hätte ich noch Bock drauf. Vielleicht wechsle ich da mal irgendwann mein Build. Wenn ihr nichts zu Throne Liberty verpassen wollt, würde ich mich natürlich sehr über einen Follow auf dem Kanal freuen, sehr über ein Like auf diesem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.